Ho 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 und herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtsevent. Wir sind in Lumbridge und da soll das Ganze starten. So, schauen wir nochmal. Seelentrip, bitte helfen Sie mir. Grüß dich, Anna. Wo ist er denn jetzt? Den Hof. Da sitzt der eingekerkerte Weihnachtsmann, der arme Bursche. Hohoho, alles ist schief gelaufen. Was ist los? Warum sind Sie in einem Käfig? Sie da drüben, bleiben Sie von dem Käfig weg. Willkommen auf Zamoraks Weihnachtsmarkt. Meinen Sie nicht Hohoho? Und seit wann interessiert sich Zamorak für Weihnachten? Es heißt auch Hohoho und Zamorak ist nicht an Weihnachten interessiert. Das ist mein Weihnachtsmarkt. Ich bin hierher gekommen, um die Bewohner von Lumbridge zu erfreuen. Dann ist diese widerliche Kreatur einfach hier aufgetaucht. Sei ruhig, diese Aufgabe ist schon lästig genug, auch ohne dein Geschwätz. Zamorak hat mich hierher geschickt, um diese kümmerliche Stadt zu zeigen, dass er nicht unterzukriegen ist. Frohe Weihnachten sind heuer gestrichen. Heißt das, es gibt keine Geschenke? Oh, Seelentrip, an Weihnachten geht es doch nicht nur um Sei still, Weihnachtsmann, Sie haben also eine gierige Ader. Das ist interessant. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für Sie, Mensch. Wir machen ein Geschäft. Wenn Sie sich am Weihnachtsmarkt auf wunderbare böse Weise beteiligen, wird Ihr Fortschritt auf der bösen Liste des Weihnachtsmanns festgehalten. Wenn Sie genug böse Punkte gesammelt und mich zufriedenstellen, bekommen Sie Ihre Geschenke. Das ist aber nicht eine einzige Möglichkeit, Seelentrip. Wenn Sie sich am Weihnachtsmarkt nett verhalten und Weihnachtsstimmung verbreiten, bekommen Sie brave Punkte, die auf meiner braven Liste vermerkt werden. Sie werden Ihre Geschenke bekommen und Ihre Fröhlichkeit vertreibt den Dämonen vielleicht. Sie können Weihnachten retten. Oh, Freude und Fröhlichkeit, das kann ich nicht ausstehen. Na los, Seelentrieb, verbreiten Sie Zamoraks Chaos. So, dann wollen wir mal gucken. Brave Punkte, böse Punkte, Extra-Event. Rentierzeichen. Aha. Mal gucken. Böse Liste, brave Liste. Ach, gibt's sogar eine. Aha. Wer steht auf der bösen Liste? Mal gucken. Hallöchen. Hallo Django, wie gefällt Ihnen der Weihnachtsmarkt? Nicht besonders, wenn ich ehrlich bin, Seelentrip. Dieser Dämon ist mir nicht geheuer. Ich versuche hier nur meine Waren anzubieten und er starrt mich die ganze Zeit böse an. Aber Geschäft ist Geschäft. Wie auch immer, was kann ich für Sie tun? Haben Sie irgendwelche Weihnachtsgegenstände? Wie möchte ich gerne Party gehen? Das ist ein normaler Django. Ich habe eine Auswahl festlicher Leckereien zusammengestellt. Sehen Sie sich doch um. Brauche ich nicht. So, was geht hier ab?
Ja, was machen wir denn? Sind wir böse oder sind wir lieb? Lieb kann man ja immer sein. Du brauchst ein paar Karotten, um das Rentier zu füttern. Aha. Einmal voller Karotten. So, was können wir denn hier noch machen? Kann er nicht nur füttern hier. Was ist denn der? Oh, Schneeballschlacht. Das ist so cool. So. In der Arena sollen sie Spaß haben. Sie dürfen keine Waffen oder Gegenstände mitnehmen. Oh, ich habe eine Waffe dabei. Jo. Dann brauchen wir eine Bank. Bank ist da hinten. Hast keine Scheite, muss lange von dem Ding. Aha. Was ist denn jetzt die Bank? Wer macht die Bank? So, dann ziehen wir das mal weg. Und dann nehmen wir doch mal ein paar Scheite raus. So. Och, gibt sogar EP. Und? Also das macht aber jetzt keine auf böse oder gut. Okay. Und 30 deponieren. Die Schiefnase. Rotes Geschenkpapier. Grünes. Rotes. Oh nein, das höre ich mir nicht noch einmal an. Sind die schon wieder am Streiten, Entschuldigung. Was ist mit dem los? Der ist schon wieder besoffen. Wasche, Seelentrip, fröhliche Weihe, nix. Aber ein Dämon zerstört doch alles. Was sagst du, X? Ein Dämon, X? Schrecklich, Sarodomin. Sei Dank, das ist kein X hier. Shit. Der ist auch jedes Weihnachten stramm, ne? Was geht denn hier ab? Schneeballschlacht, so. Das ist Tommy. So, gib mir Schnee. Schnee. Ja.
aus. Wir machen jetzt mal noch böse. Was ein Quatsch. Ja, ich bin böse. Oh, da hat es mich umgezwirbelt. Naja, auf die Dauer natürlich auch sehr spannend. Du fällst zuerst, Tomek. Gesehen. Ja, hier können wir füttern. Da können wir, Entschuldigung, da können wir mit Schneebällen werfen. Hm, was haben wir denn hier? Mal den Chris ansprechen. Was gibt's zu essen? Gutes, tolles Essen, besonders Weihnachtshapperhapper. Mit Kringels Goblin Spezialrezept. Das hört toll an. Ja, und Chris und Kringel können sich so gut Essen servieren wie kochen. Das können sie nicht, nein. Böse Dämonen, nimmt Kellner weg. Jetzt mag ihr Hunger haben. Und sauer. Vielleicht Mensch kann Magiern Essen bringen, bevor wir gehen weg? Magier sehr pingelig, mögen unsere Spezialrezept nicht, sagen, dass wir sind böse, weil wir ihnen das kochen. Was nicht stimmt, mit Kanonenkugelhäppchen und Gummihuhn. Magier mögen falsches Essen auf andere Seite von Tisch, sagen, wir brav sind, wenn sie das essen können. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay. Portion nehmen. Portion nehmen. Portion nehmen. Bedienen. Gummikeule. Na, was kriegst du? Ein Kanonenkugelhäppchen. Ein Scheit, lecker Scheit. No. Wie viele Punkte müssen wir denn da sammeln?
Was will er? Boah. Essig. Steine. Das ist aber nicht so toll. Und was haben wir noch? Ah, hallo. Die Anwesenheit von Nico Kraus scheint den Bewohner unangenehme Erinnerungen zu wecken. Ein bisschen Tiere füttern. Na komm her, du böses Rentier. Ja. Füttern. Streicheln. Füttern. Nein, 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 nein. Ich habe 2 Punkte. Oh. Huch. Rudolfo. Wie viele Punkte muss man denn jetzt hier holen? Ich muss nochmal mit dem Dämon quatschen. Ja, fress du. Machen wir noch die eine Möhre weg. Bösen als auch ihre gesamten Punkte, das heißt sowohl ihre bösen als auch ihre braven Punkte können verwendet werden, um die Geschenke zu bekommen, die unter dem Baum hinter mir sind. Kann ich Geschenke haben? Ihr Menschen, eure Gier nach Geschenken. Wenn sie sich am Weihnachtsmarkt auf ausreichend böse Weise beteiligt haben, wird der Fortschritt auf der bösen Liste des Weihnachtsmanns festgehalten. Wenn sie genug böse Punkte gesammelt, um mich zufriedenzustellen, bekommen sie ihre Geschenke. Das hatten wir ja eben schon. Sammle zumindest 750 brav. Oh. Joi, da muss ich aber. Da würde ich sagen, da stoppe ich hier mal und sammle erstmal fleißig was. Bis später. So, liebe Leute, willkommen zurück. Böses wollen wir tun. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen hier durchgekämpft. Und ihr seht hier oben immer
ein extra Event. Da gibt es extra Punkte. Im Moment ist es im Rentierstreichelzoo. Da füttern wir und dann kriegen wir da auch einiges an Punkte mehr. Normal sind es 3. Jetzt gibt es hier fürs Füttern 6 böse Punkte. Ab und zu wechselt das Event, dann müssen wir die Kampfarena uns mit Schneebällen bewerfen oder hinten Essen verteilen. Dann gibt es da mehr Punkte. Und somit kann man dann seine Punkte etwas schneller steigern. Und dann kriegen wir auch dann die schnell zusammen, die 750. Wenn wir mal streicheln, kriegen wir nur 4. Aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Ja, ist mal wieder ein typisches Event. Steckt nicht viel drin, aber okay, nett gemacht ist es auf jeden Fall. Da wir ja so richtig böse sind und ein böses Rentier füttern. Oh, wie böse. Wenn wir es jetzt schlachten würden und auf den Grill packen würden, aber so, naja. Machen wir das mal. Und hier in der Ecke, das bleibt stehen, das rennt nicht immer rum. Und da hinten, das in der Ecke, das bleibt auch immer schön stehen und rennt nicht rum. Also die zwei sind dann schon am angenehmsten. Nein! Aber einen guten Punkt. Ab und zu verwandeln die sich wieder. Dann könnt ihr es umwandeln. Und weiterfüttern. So habe ich mir dann schon 19 brave Punkte eingeheimst. Du hast genug böse Punkte und brave Punkte gesammelt. Für was? Du hast genug böse und brave Punkte für ein Geschenk gesammelt. Du findest deine Geschenke unter dem Weihnachtsbaum im Krater von Lumbridge. Hey, wir kriegen ein Weihnachtsgeschenk. Lass uns gucken. Di-di-di-di-di. Wo ist mein Weihnachtsgeschenk? Lametta-Schal. Wie schön. Ich habe einen Lametta-Schal. Toll. Sieht man gut. Mein Umhang ausziehen? Okay, sieht man besser, ne? Jo. Bisschen ziehe ich aber nicht den Umhang aus. Okay, weiter. Wir brauchen 750 Punkte. Spezialevent immer noch Streichelzoo. Mahlzeit. Ja, man tut das fein. So. Ja, und da wir jetzt 494 Punkte haben, würde ich sagen, werde ich mal beim nächsten Wechsel des Events nochmal einschalten. Bis später.